Hallo liebe Leute und willkommen wieder beim Simson Doktor. Heute will ich euch kurz den zweiten Teil zur gelben Simson S50 zeigen. Und zwar, jetzt ist viel Zeit und Arbeit hineingeflossen und die Mängel sind so gut es geht behoben. Zum einen der Gasgriff, der gute Schnellgasgriff von ZT funktioniert nun. Ich habe den originalen Hebel von der K51-2 bzw. von der S50 besorgt. Damit klemmt hier der Hebel nicht mehr am Zug bzw. am Gasgriff und das funktioniert so ganz gut. Als Motor gab es gleich einen neuen bzw. einen Tauschmotor habe ich eingebaut. Der ist von einem bekannten Motortuner komplett überholt und regeneriert. So funktioniert das alles ganz gut. Hier im Herzkasten drin sind die Kabel soweit sortiert und richtig angeschlossen. Maßepunkt richtig gesetzt. Die Zündspule ist immer noch am Rahmen dran geschraubt. Das wollte ich jetzt nicht ändern, sonst hat man Löcher im Rahmen und dann rostet es auch schlecht. Aber jetzt ist zumindest alles wieder so in Ordnung gebracht, dass es funktioniert. Bremse hinten einmal zerlegt, gängig gemacht. Alles geschmiert. Die Trommel ist allerdings so krass eingelaufen und die Backen ebenfalls, dass ich da keine neuen Backen reingemacht habe, sonst hätte es ewig gedauert, dass sie sich wieder einschleifen. Einfach ein paar dickere Zwischenlagen, sodass die Bremse wieder zieht und das funktioniert einigermaßen. Den Kettenkasten habe ich ordentlich befestigt und auch wieder die originalen Kettenspanner dran gemacht. Diese Tuning-Dinger haben nicht richtig funktioniert. Damit hat alles gewackelt. Jetzt ist hier der Kettenantrieb wieder fest. Die Kette hat auch wieder die richtige Spannung bekommen. Neues Kettenritzel ist drin und so sollte das Ganze wieder funktionieren. Lustig war vor allem noch die Motoraufhängung. Das Moped hatte nämlich das Problem, dass es beim Rütteln am Moped richtig schön gewackelt hat. Der Motor hat richtig schön in seinem Sitz gewackelt. Erst habe ich gedacht, dass es hier die Motorlager sind, aber nein, die Motorlager waren es nicht. Beim Herausnehmen des Motors hat man gesehen, hier unten, hier innen drin, war auf beiden Seiten ein richtig dicker Riss, einmal ringsum. Den Riss habe ich schön freigekratzt, alles freigeschmirgelt und dann eine Schweißnaht einmal ringsum gezogen. Und nun steht auch der Motor wieder fest im Moped drin. Und so sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Genau, das war es jetzt mal so grob. Und das Moped wird jetzt wieder abgeholt und damit kann man wieder Spaß haben. Soweit zu diesem Moped die Fortschritte. Ich freue mich, wenn ihr ein Abonnement oder ein Like da lasst und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao.